Der Trailer zu diesem Film sah sehr künstlerisch aus und dementsprechend habe ich mich drauf gefreut. Ab diesem Donnerstag startet er auch in den deutschen Kinos und damit geht es hier jetzt um The Green Knight. Gavin ist ein Neffe aus dem Königshaus, dessen Onkel zu seinem Bedauern eigentlich viel zu wenig über ihn weiß. Doch er wird zu einer Legende werden, als er sich einem seltsamen Wesen stellt und das vor versammeltem Hofe. Es ist der grüne Ritter, der zum Duell fordert mit einer Bedingung. Egal welchen Schaden man ihm hinzufügt im Kampf, nach exakt einem Jahr soll der Kontrahent ihn tief in den Wäldern bei der grünen Kapelle aufsuchen, um eben jenen Schaden freiwillig zu empfangen. Und so wird Gavin für seinem Mut gefeiert, diesem Ritter mit grüner Haut entgegenzutreten, doch im darauffolgenden Jahr werden seine Gedanken immer verängstigter, bis er schließlich zu einer Reise aufbrechen muss, die ein Abenteuer zwischen Leben und Tod mit sich bringt. The Green Knight geht 130 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben und startet ab diesem Donnerstag, dem 29. Juli, in den deutschen Kinos. Ist Fantasy, Drama, auch Romanze. Und der neue Film von David Lurie, der unter anderem ein Gown on Gentleman gemacht hat oder den, wie ich damals sehr großartig fand, A Ghost Story, der aber auch schon ein sehr langsamer, gefühlvoller, atmosphärischer Film war. Und The Green Knight sticht am ehesten genau auch in diese Nische hinein. Ein Film, der sehr langsam ist, der die Langsamkeit quasi schon feiert und zelebriert und in diesem Momentum auch immer wieder an Terrence Malick erinnert und dabei eine Atmosphäre schafft, die auf der einen Seite einen in den Bann ziehen kann, visuell wirklich stark ist, aber irgendwann mit einer Musik, die mir persönlich zu anstrengend wurde und in dieser Langsamkeit, in der nichts passiert, gefühlt über diese über 2 Stunden, man dann doch irgendwann so denkt, okay, worauf will man jetzt hinaus? Und trotzdem ist The Green Knight ein Film, wo ich rauskam und der Meinung war, nee, das war es jetzt absolut nicht wert und da hatte ich nicht Lust drauf. Und trotzdem, je länger der zurückliegt, macht der irgendwas mit mir. Der macht jetzt aber nicht, dass ich denke, oh, wie fantastisch, den muss man unbedingt schauen. Aber der macht in mir zumindest die Erkenntnis klar, dass das ein besonderer Film ist. Der kommt von A24, einem Produktionsstudio, was es, glaube ich, seit 9 Jahren ungefähr gibt. Und die sich ja verschrieben haben, Filme zu machen, die eben eine Geschichte haben, die ein Herz haben, die was zu erzählen haben, die sich unterscheiden von der Masse und trotzdem immer wieder mit Stars gespickt sind und dabei Geschichten erzählen, die auch durchaus aufgrund Festivals oder Preisen renommiert und dort ausgezeichnet werden. Und The Green Knight ist eben ein solcher Film, den man am ehesten bei Cineasten sehen würde, der mit einer schönen Farbpalette daherkommt, der einiges für sich hat, aber auch vieles wider sich. Aber wenn man da Lust drauf hat, auf diese Langsamkeit, auf diese Einstellung, auf diese Blicke, auf diese vielen Interpretationen, die man auch lassen kann, warum Alicia Vikander zum Beispiel 2 Rollen spielt, die sehr unterschiedlich sind, dann kann man dich wahrscheinlich in diesen Film auch verlieben. Ich persönlich für mich war es nicht so, aber es ist auf jeden Fall möglich. Was mir dabei wichtig ist, nämlich herauszustellen ist, dass zwar die eigene Meinung immer eine Meinung ist, aber trotzdem ein Film sehenswert sein kann. Und könnte man sagen, ja Robert, das gilt ja für alle Filme, nur weil du ihn nicht magst oder mir vielleicht gefallen. Nee, das ist wie zum Beispiel, ich ziehe so gerne den Vergleich zu einer, nehmen wir eine Ledertasche. Wenn ich jetzt persönlich kein Leder mag, ich mag vielleicht den Geruch nicht, ich mag das Material nicht, ich bin Veganer, was auch immer, kann damit nichts anfangen, kann man aber trotzdem vielleicht sehen, wie wunderbar sie verarbeitet ist, wie wunderbar sie genäht ist, wie fest ist, wie sie gebaut ist, wie sie sich anfasst, wie griffig, wie die Patina sich verändert und dadurch Charakter entsteht. Und so kann man auch objektiv über etwas, was man vielleicht persönlich gar nicht mag, sagen, es hat aber eine Qualität, ob die mir jetzt zusagt oder nicht. Und so geht es mir bei The Green Knight, um das mal verständlich zu machen an dieser Stelle, was ich damit meine. Man wird es nämlich später bei der Wertung merken. Reden wir kurz über den Cast. Einige bekannte Namen dabei, unter anderem Dev Patel einmal rausgreifen als Gavin Gawain. Ich habe ehrlich gesagt im O-Ton so ein bisschen vergessen, wie man es richtig ausspricht, seinen Rollennamen. Ich sehe den immer gerne. Der ist ja auch sehr zurückgenommen, wie sowieso alle ein wenig diesem Tempo unterworfen sind. Und es ist zumindest wirklich auch mal eine andere Erfahrung, ihn so zu sehen. Auch wenn seine Figur dadurch so was Blasses bekommt, obwohl er ein großes Abenteuer erlebt. Und man geht eben aus The Green Knight raus und fragt sich, okay, was habe ich jetzt hier gesehen? Was ist das für eine Geschichte? Bin ich damit irgendwie befriedigt, unbefriedigt? Und so geht man auch so ein bisschen aus diesen einzelnen Performances raus. Ich habe es mit Alicia Vikander eben schon gesagt, die Lady und Essel spielt 2 Figuren, die eigentlich sehr unterschiedlich sind. Und die Frage, warum, wie, was, wo, kann man diskutieren. Auf jeden Fall ist ein künstlerischer Ansatz hinter. Und auch ein Joe Edgerton dabei als der Lord, den ich wirklich immer gerne sehe, kommt recht spät zum Einsatz, auch mit relativ wenig Screentime, aber verleiht eben auch der ganzen so eine Aura, so was Atmosphärisches und auch dann wieder was Düsteres. Und ihr seht schon selbst, ich glaube, 1,5 Wochen, nachdem ich den Film gesehen habe, weiß ich immer noch nicht so richtig, was ich über The Green Knight denken muss oder will. Ich wehre mich aber auch dagegen, zu einer klaren Haltung kommen zu müssen, nur weil ich jetzt über diesen Film spreche und dazu eine Kritik abgebe, weil eben auch manchmal das Diffuse dann wiedergeben, dass man etwas diffus findet, eine Einschätzung sein kann, um Leute darauf vorzubereiten, wie es wohl ist, sich diesen Film anzusehen.
anzuschauen. Und das ist dann meine Form zu sagen, das ist meine Wahrheit, wie ich es wahrgenommen habe. Reden wir kurz über das Technische, weil der Film visuell wirklich toll ist. Die Kameraarbeit, die ziemlich stark daherkommt. Man konnte es im Trailer schon ahnen von düsteren, dann wieder sehr bunten Einstellungen. Das Setting ist so märchenhaft bis Fantasy, eine Farbpalette, die vieles bietet und sich da auch man satt sehen kann, weil es einfach Spaß macht, wie diese Kamera ihre Einstellungen nimmt und beobachtet. Der Film ist toll fotografiert. Der ist nur sehr langsam fotografiert. Und langsam ist eben so dieses große Schlagwort über The Green Knight und die Musik, die am Anfang auch immer wieder mit Chören arbeitet, wo man ich am Anfang auch dachte, oh, spannend, das klingt gut, da ist Wirkung, da ist Kraft drin. Aber irgendwann wird das so repetitiv, dass es mich nervte. Und das finde ich ehrlich gesagt schade, weil man merkt, dass da viel kreative Energie drin steckt, die da David Lowery jetzt wahrscheinlich zusammen komponiert, also er selbst nicht die Musik komponiert, aber Zusammenspiele der einzelnen Segmente und Fäden zusammenlaufen lässt. Und ich mir dachte, ha, hier will es irgendwie nicht so richtig für mich passen, was ich persönlich schade finde, ist Kostüm und Make-up auch durchdacht. Und nicht bloß den Charakteren, sondern eher den Ständen angeglichen. Aber diese Gewänder und dieses auch Ränge, was das wieder mit Ritterrüstungen und wenn man sie verliert und all das zu tun hat, da steckt einfach viel drin in diesem sehr düsteren Fantasy-Märchen, in dieser Geschichte, die eben auch eine Menge Verwirrung stiftet, sind die Effekte für mich sehr gut aussehen. Muss ich bei The Green Knight irgendwie mal ganz kurz sagen, der übrigens in UK gerade nochmal vor Kinostart verschoben worden ist, aufgrund der enorm steigenden Infektionszahlen. Müssen wir mal gucken, ob sich da weltweit wieder andere Kinofilme noch anschließen werden und ob das mit The Green Knight in UK jetzt gerade eine einmalige Sache bleibt, dass es ein ganz merkwürdiger Streifen ist, der trotzdem was macht, obwohl er länger schon zurückliegt in mir. Der ist visuell toll, musikalisch zumindest gewagt. Er feiert die Langsamkeit und ist auf jeden Fall was anderes und sehr atmosphärisch. Aber durch diese Langsamkeit kam er mir zäh vor. Und diese Filmmusik nervte mich irgendwann zu sehr. Und gefühlt passiert einfach nichts. Und hier sollte man sich eben auf besonderes Kino einstellen. Das bedeutet vielleicht für Cineasten, für Leute, die was anderes erleben wollen, aber ganz weit weg von klarer Struktur, klarem Plot, klarer Heldenreise. Das ist eben, und ich will gar nicht mal sagen unbedingt Anspruch, weil das klingt so, als hätten andere Filme keinen Anspruch. Es ist eben etwas, wo man sagen kann, tja, sowas sieht man wahrscheinlich am ehesten nur im Kino. Und deswegen gebe ich The Green Knight, weil ich weiß, dass da die Qualität da drin pocht. Gerne 7 von 10 möglichen Punkten als Fantasy, Drama und Romanze. Für mich persönlich am Ende nur 5 von 10 möglichen Punkten am Ende, weil es für mich sich in dem Sinne nicht gelohnt hat. Nicht, weil ich mit langsamen Geschichten nicht klar käme, aber so die Impulse, die Wirkung, all das, dieser Film kratzt an einer Oberfläche, ohne dann dem getreu zu werden, was da drunter eigentlich die ganze Zeit so mitschwimmt. Und das ist, glaube ich, das, was mich dann sehr enttäuscht hat bei The Green Knight. Und damit bin ich am Ende meiner Review zu dem Film. Er startet diesen Donnerstag, also übermorgen, in den deutschen Kinos. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.